Sesamstraße präsentiert. Hänsel und Gretel. Vor langer, langer Zeit lebten einmal ein Bruder und seine Schwester. Die verstanden sich wirklich sehr gut. Ach, Gretel, du bist wirklich meine allerliebste Schwester. Oh, und du, Hänsel, bist mein allerliebster Bruder. Die beiden spazierten durch einen großen, großen Wald. Na ja, was heißt spazieren? Wir laufen schon seit Stunden im Kreis herum. Wir haben uns total verlaufen. Und ein bisschen Hunger habe ich auch schon. Ach, Gretel, wir können uns gar nicht verlaufen. Nicht? Nein. Nach jedem 10. Schritt habe ich Brotkrümel fallen lassen. Oh. Ja, wir brauchen nur den Krümel zu folgen und kommen wieder nach Hause. Ja. Aber Hänsel, ich sehe hier nirgends Brotkrümel. Oh nein, ich glaube, die Tauben haben unser Brot aufgefressen. Oh nein. Oh, Hänsel, guck mal da. Doch plötzlich standen sie vor einem Haus, ganz aus Lebkuchen. Ach, guck mal, das Haus ist ja komplett aus Lebkuchen. Oh ja, du, da wird doch wohl niemand etwas dagegen haben, wenn wir uns ein klitzekleines Stückchen abbrechen, oder? In diesem Moment erhob sich eine unheimliche Stimme aus dem Haus. Knusper, Knusper, Knäuschen! Wer knuspert in meinem Häuschen? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Knusper, Knusper, Knäuschen! Wer knuspert da an meinem Häuschen? Der Wind! Finger weg! Wir wollen nur ein kleines Stückchen von dem leckeren Kuchen hier. Wir sind vom langen Wandern müde und wir frieren. Finger weg vom Dach, kapiert? Der ganze Kuchen hier ist meiner. Die Kuchenstücke sind sortiert, die esst nur ich, sonst keiner. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert da an meinem Häuschen? Das war jetzt wieder der Wind. Und was zu trinken? Ja, ich habe alles, was ihr wollt, wohl hier. Ah. Doch leider kann ich euch nichts geben, denn das gehört ja alles mir. Ja, aber... Und etwas Wärme, denn wir frieren. Ja, bei mir drinnen ist geheim. Schön. Doch leider ist das meine Wärme. Was? Wirklich schade. Das ist Geiz. Was? Geiz. Was? Geiz. Was bin ich? Du bist geizig. Geizig? Wenn man geizig ist, behält man alles, was man hat für sich. Ja, man hat viele, viele Dinge. Ja, das stimmt. Das habe ich. Wenn man geizig ist, dann lädt man niemals einen zu sich ein. Ja, die wollen ja auch alle nur was haben. Und deshalb lasse ich keinen rein. Keinen? Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert da an meinem Häuschen? Kalt. Liebe Hexe, bitte, bitte, nur ein kleines Kuchenstück. Oh, erst wollt ihr eins, dann wollt ihr alle. Glaubt ihr denn, ich bin verrückt? Knusper, Knusper, Knäuschen. Der Knusper da an meinem Häuschen. Oh, das kalt. Nur ein kleines Stück, bitte. Ja. Knusper, Knusper, Knäuschen. Oh, bitte. Der Knusper da an meinem Häuschen. Der Wind. Finger weg! Sag dir, Finger weg! Hä? Moment mal. Da steht ja, dass die Lebkuchen nur noch 3 Tage haltbar sind. Hä? Wie? Was soll das denn heißen, 3 Tage? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wo soll denn das stehen? Na hier. Mein schönes Haus. 3 Tage? Das schaffe ich doch nie. Tja, Hexe, also wir könnten dir natürlich behilflich sein. Was meinst du, Hänsel? Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, okay, dann haut rein, Leute. Oh ja! Ja, das war die Geschichte von Hänsel und Gretel und wie das Hexenhaus aus dem Wald verschwand.